Kennt ihr das Geräusch? Das ist ein Blechfrosch oder Knackfrosch. Ihr kennt ihn sicher. Unten ist so eine kleine Metallfeder, mit der es sich wunderschön knacken lässt. Nun, vielleicht finden es nicht gerade alle Menschen wunderschön, aber der Pumuckl war natürlich hingerissen, als er den Fritz und die Caroline im Nebenhof mit den Dingern knacken hörte. Meiner geht viel lauter als der deine, Caroline. Gerät nicht so ein Schmarrn. Ich muss nur fester knacken. Horch, dann ist der meine nämlich genauso laut wie der deine. Knacken wir gleichzeitig. Los! Halt, wir müssen doch einen Rhythmus reinbringen, Fritz. Am besten zu einem Lied. So, guck, 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 ruft's aus dem Wald. Lasset uns knacken und den Frosch quaken. Guck, 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 ruft aus dem Wald. Quack, 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 quack. Du, Caroline, das müssen wir morgen in der Schule den anderen vorsingen. Aber weißt, wir könnten es doch mehr so wie Schlagzeug machen. Quack, 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 quack. Toll, wie du das kannst. Weißt, was wir auch machen könnten? Zu einer richtigen Musik als Begleitung, wenn am Radio Schlager gespielt werden. Jedenfalls nehmen wir es morgen mit in die Schule. Und während der Stunde lassen wir es immer knacken. Du, unser Lehrer dreht durch. Aber erwischen dürfen wir uns nicht lassen. Sonst sind wir die Frösche los. Die ganze Klasse soll sich solche Frösche kaufen. Das gäbe ein Wirbel. Oh, du, ich tue ihn mal in den Schuh unter die Ferse. Wenn man vorsichtig geht, dann müsste das bei jedem Schritt knacken. Du, Fritz, so musst du morgen an die Schultafel vorgehen. Das lässt sich ausbauen. Nein, lieber nicht. Der Lehrer nimmt's uns sonst weg. Na und? Da kaufst du dir halt morgen wieder einen neuen. Probieren wir nochmal unseren neuen Quack-Quack-Schlager. Quack, 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 quack's aus. Quack, 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 quack. Der Fritz und die Caroline konnten leider nicht sehen, wie bei diesem Konzert die Augen vom Pumuckl geglitzert haben. Aber kurz darauf konnte es der Meister Eder sehen, denn der Pumuckl kam voll Entzücken angesaust. Oh, oh, ich will auch so einen Quack-Quack haben. Ui, ui, der ist in der Größe, ist der gerade recht für mich. Ja. Und dann kann ich auch so Musik machen, so Quack-Quack-Quack. Ja, wunderschön. Quack, quack, quack. Und dazu macht man immer mit so einem Frosch so. Ja, quack, quack. Ja, ah, ja, ich hab's gehört bis darüber. Ja, das ging mir ja gerade noch ab. Das hab ich mir gedacht, dass das dir auch abgeht. Mir geht es nämlich auch ab. Also du gehst jetzt sofort in das Spielzeuggeschäft und dann kaufst du so einen schönen grünen Frosch. Mhm, der kostet ja nur ein paar Pfennig. Ja, ja, ja. Und du kannst dir ja auch einen kaufen und dann machen wir zu zweit. Machen wir dann quack, 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 quack. Ja. Oder sonst noch was. Oder sonst was kann man auch noch damit machen. Zum Beispiel, also man kann zum Beispiel den Frosch in den Schuh stecken und dann kann man drauf treten. Mhm. Und dann, weißt du, also das ist ja das Allerschönste. Und dann quakt es. Dann quakt es aus dem Schuh. Ja, ja, ja. Es ist ja nur schade, dass wir keinen Lehrer dazu haben. So. Ja, weißt du, der würde dann nämlich ganz narrisch werden. Und das wäre dann das Allerschönste. Mhm. Und du kannst ja, hör mal, du könntest ja vielleicht so einen Lehrer mitbringen, wenn dir gerade zufällig einer begegnet. Du sag einmal, die hat's ja wohl vom Bohr weg. Von also wem? Ich meine, dich hat es vom Bein weg. Vom Bein weg. Macht dir da herin mein Säge nicht genug Radau? Deine Säge, ja, die macht Radau. Aber mit der Säge, da kann man auch keine Musik machen. Aber mit dem Frosch, da kann man sogar zum Radio Musik machen. Zum Radio. Ja, ja, das lässt sich ausbauen, hat der Fritz gesagt. Ja, das kann schon sein, aber du baust mir das lieber nicht aus. Ja gut, dann lasse ich das eben mit dem Ausbauen. Aber das mit dem Musik machen, das lasse ich nicht, wo ich doch so schöne Gedichte mache. Und diese Gedichte, die singe ich dann mit meinem eigenen Ton. Und zu dem Gesang macht der Frosch dann... Ja, ja. Pumuckl, jetzt hör mal zu. Schau, deine Gedichte sind doch viel schöner ohne den Krach. Nein, die sind viel schöner mit Krach. Das sind ja Krachgedichte. Ja. Also Gedichte ohne Krach, die sind ja überhaupt nichts. Mhm. Dichtung wird durch Krach erst schön. Okay, ja, ist ein altes Koboldswort. Ja, ja, ja. Sprichwort sogar, ja, vielleicht. Ja. Wenn das ein Koboldsprichwort ist, ja, dann...
dann... Ja, dann musst nicht. Du gleich so einen Knackefrosch kaufen. Komm, geh jetzt gleich weg. Ich bewache inzwischen die Werkstatt. Na, jetzt kann ich nicht weg. Ich muss den Wandschrank da fertig machen, weil ich den heute Nachmittag liefern muss. Aber der dumme Schrank, der kann doch warten. Der Schrank kann schon warten, aber die Kundschaft kann nicht warten. Wieso? Ich hab den für heute versprochen. Den muss ich dort einbauen. Das wird 2 Stunden dauern, bis der richtig hängt. Den muss man mit Dübel befestigen. Verstehst du? Ja. Hoffentlich hält die Wand den aus. Ja, also wenn du ihn übel befestigst, dann hält sie ihn nicht aus. Aber wenn du ihn richtig befestigst, dann hält sie ihn bestimmt aus. Aber ich halte es nicht aus, wenn ich keinen Frosch bekomme. Jetzt steht auf mit dem Blätterkopf. Ich will nicht auf. Ich will einen Frosch. Ja. Ich will einen Frosch. Ja. Und so kriegst du ihn überhaupt nicht. So. Ich will ja bloß... Musik machen damit. Verstehst du das denn nicht? Der liebe kleine Pumuckl, der will bloß ein bisschen liebe kleine Musik machen. Und das darf man ja wohl noch dürfen wollen. Also jetzt gib Obacht, lieber kleiner Pumuckl. Ich überleg mir das mit dem Frosch, wenn du mal richtig brav bist und eine Belohnung verdient hast. Ich bin ja schon so überrichtig brav. Schau, ich lege diese Schraube in die Schraubenschachtel und von dem Hobel blase ich den Staub und dann mache ich vielleicht noch eine andere Sache. Ja. Also die mache ich vielleicht so, dass ich... Ja, und in 5 Minuten später, da hast du schon wieder allerhand Unsinn im Kopf. Nein, ich habe nicht in 5 Minuten und nicht in 17, 3 Minuten und nicht in 1117, 3 Minuten Unsinn im Kopf. Ich habe überhaupt nichts mehr im Kopf. Höchstens ein Gedicht, zu dem man machen kann. Ja, das habe ich vielleicht im Kopf. Ich glaube, das habe ich bestimmt. Ja, also jetzt gib Obacht. Ja. Ich muss heute Nachmittag den Schrank einbauen. Ja, übel einbauen. Nein, mit Dübeln einbauen. Da bleibst du schön daheim und wenn du die 2 Stunden ganz brav bist und nichts anstellst, dann kriegst du von mir aus auch so einen Frosch. 2 Stunden. 2 Stunden bin ich ja leicht brav. So. Diese sind ja bloß 2, nicht wahr? Also ich werde ja vor lauter brav sein überhaupt ganz vergessen haben, was bös sein überhaupt soll. Na, du, da bin ich aber gespannt. Der Pumuckl konnte es gar nicht erwarten, bis der Meister Eder endlich so weit war, dass er den Wandkasten für die Lieferung fertig hatte und er, der Pumuckl, beweisen konnte, wie ungeheuer brav er sein kann. Endlich war es soweit. Also, ich gehe jetzt, Pumuckl. Ja, geh nur. Ich werde nichts tun als brav sein. Ich werde da sitzen und schaukeln in meiner Schaukel. Und dann werde ich noch da sitzen und schaukeln. Mhm. Und dann werde ich vielleicht noch da sitzen und schaukeln. Ja, und die Sägspender kannst vielleicht ein bisschen zusammenkehren. Und wenn du eine Schraube am Boden findest, das sind die Schachtel da, und ein Radio darfst du auch ein bisschen spielen lassen, aber geh nicht so laut. Nein, nicht nur so ganz leise. Und ganz leise werde ich dichten. Weißt du, damit ich dann gleich ein Gedicht habe, dass ich zu dem Frosch dazu singe. Und geh mir an keine Maschinen hin. Nein, an Maschinen gehe ich nur ganz weit außen drum rum. Ja, und dreh mir keine Lichter an und kein Wasser an. Lichter, okay? Wasser an, niemals. Apropos Wasser, ich muss noch schnell in die Wohnung rauf. Was musst du denn in der Wohnung machen? Ja, ich gehe mich gründlich waschen. Gell? Ach, gründlich waschen? Soll ich mich vielleicht auch waschen? Also ich meine, wenn das unbedingt zum Bravsein gehören würde. Also so weit wollen wir es gar nicht treiben. Mir ist am liebsten, du gehst überhaupt nicht in die Wohnung rauf. Überhaupt nicht. Und jetzt gehe bitte und wasche dich endlich und gehe gleich, sonst komme ich nämlich viel zu spät zu meinem schönen Frosch. Quack, 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 ruf das aus dem Teich, den Frosch, den gibt's jetzt gleich. Quack, 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 quack. Der Meister Eder ist also nochmal in die Wohnung hinaufgegangen und hat sich die Hände gewaschen. Und der Pumuckl ist brav in seiner Schaukel gesessen. Und er ist, auch als der Meister Eder endlich fort war, mit keinem Schritt in die Wohnung hinaufgegangen. Leider, kann ich nur sagen, denn der Meister Eder hat den Wasserhahn nicht ganz zugedreht. Und das Wasser tröpfelte vor sich hin, und weil das Handtuch über dem Beckenrand hing, sog sich das Handtuch allmählich mit Wasser voll und beförderte so das Wasser auf den Fußboden. Nicht heftig, aber auf die Dauer von 2 Stunden tröpfelt sich halt doch allerhand zusammen. Der Pumuckl aber war zunächst wirklich genauso brav, wie er versprochen hatte. Er schaukelte und dichtete. Das Allerschönste auf der Welt, das ist ein großer Frosch, der bellt. Er bellt mal langsam und mal schnell, das gibt ein schönes Froschgebell.
Ein Kobold aber singt dazu die allerfeinste Melodie. Das Ganze wird ein Meisterstück und wer es hört, ist voller Glück. Also das ist ja überhaupt das allerbeste Gedicht meines Lebens. Ich sollte immer dichten, wenn es mir langweilig ist. Und mir ist ganz grässlich langweilig. Und ich glaube, die 2 Stunden dauert 2 Tage lang. Aber dann bekomme ich den... Caroline, darfst du runterkommen? Komm schnell! Ja, Fritz, ich komm gleich! Caroline und Fritz, das sind doch die mit den Fröschen. Da werden sie ganz bestimmt wieder im Hof Konzert machen. Oh, da möchte ich zuhören. Zuhören darf ich doch wohl, oder? Zuhören ist keine Maschine anmachen und ist auch kein Wasser anmachen und kein... Ja. In den anderen Hof gehen, das ist allerdings nicht daheimbleiben. Und daheimbleiben, das gehört ja wohl zum Bravsein. Ja, ich komme ja gleich wieder heim. Und es merkt ja gar niemand, dass ich fort war. Das muss man ja nicht gleich auf der Stelle erzählen. Das kann man ja auch alles erschweigen. So einfach ist das. Wie komme ich hier bloß raus? Alle Fenster sind zu. Alle Türen. Vielleicht ist oben in der Wohnung ein Fenster auf. In die Wohnung soll ich ja auch nicht gehen. Ach so, das habe ich jetzt kein... Ich soll aber wirklich gar nichts tun. Aber ich werde jetzt mal nachsehen, ob ein Fenster offen ist. Das kann ich ja wohl noch machen. Nachsehen ist ja vielleicht gar nicht verboten. Das weiß ich ja nicht so ganz genau, ob das verboten ist. Ja, oben war ein Fenster offen. Der Pumuckl hat vor lauter Eifer natürlich nicht gesehen, dass sich auf dem Fußboden schon eine beachtliche Wasserlache gebildet hatte. Er ist auf das Fensterbrett geturnt und auf Koboldsart an einem Abflussrohr der Dachrinne hinuntergerutscht. Und auf dem bekannten Weg über Abfalltonnen und Teppichstangen hüpfte er vergnügt in den Nachbarhof. Und da standen auch schon der Fritz und die Caroline und knackten mit ihren Fröschen. Michael, das war ein Gaudi heute. Gibt es das blödsinnige Zeug immer noch? Das haben wir ja schon in unserer Kinderzeit gehabt, hat er gesagt, der Lehrer. Hör auf, Fritz. Meine Mutter schaut zum Fenster runter. Lass ihn in den Hosentaschen verschwinden. Caroline, du hol mir doch schnell ein halbes Pfund Butter. Sei so gut. Ja, Mutti, gleich. Ich bin gleich wieder da, Fritz. Denk du dir inzwischen ein neues Lied aus. Du, wo ist denn jetzt mein Frosch? Ich hab ihn doch gerade in die Hosentasche gesteckt. Vielleicht hast du ihn in der Eile daneben gesteckt. Caroline, komm, schick dich. Ich brauch die Butter gleich. Ja, gleich. Ich helf nur noch dem Fritz was suchen. Naja, das kannst du ja nachher auch noch. Du, Fritz, ich komm gleich wieder und hilf dir suchen. Ja. Ahnt ihr was? Der Fritz hat wirklich in der Eile den Frosch neben statt in die Hosentasche gesteckt. Und da konnte der Pumuckl einfach nicht widerstehen, das Ding näher anzuschauen. Und zum näher anschauen hat er es ein bisschen in das Gebüsch geschleppt. Und dann wollte er so gern ein bisschen draufdrücken. Aber das hätte ja dann der Fritz sofort gehört. Zum Draufdrücken musste der Pumuckl ganz schnell den Frosch mit in die Werkstatt nehmen. Nicht wahr? Und nach dem Draufdrücken konnte er den Frosch ja wieder zurückbringen. Ihr hättet ihn sehen sollen, wie er mit dem Frosch zwischen den Zähnen das Abflussrohr hinaufgeklettert ist. Das heißt, ihr hättet ja dann nur den sichtbaren Frosch gesehen, der plötzlich an dem Rohr hochrutschte, als wäre er lebendig. Der Pumuckl ist dann vor lauter Eifer wieder durch das auf dem Fußboden herumlaufende Wasser gepatscht, ohne ihm die geringste Beachtung zu schenken. Und dann saß er in seiner Schaukel und begann zu knacken. Das Allerschönste auf der Welt, das ist ein Frosch, der lauthals bellt. Er bellt mal langsam und mal schnell. Das gibt ein schönes Froschgebell. Ein Kobold aber singt dazu die allerfeinste Melodie. Das Ganze wird ein Meisterstück und wer es hört, ist voller Glück. Oh, ich bin ein Dichter, singe, knacke, Oberkünstler. Wenn meine Klabauter Ahnen das hören könnten, das Allerschönste auf der Welt. Okay. Das ist ein Frosch, der wirklich bellt. Knack, knack. Ui.
Der Meister Eder kommt. Schnell den Frosch verstecken. Wo verstecke ich den nur gleich? Da, unter den Sitz von der Schiffschaukel. Und auf den Sitz setze ich mich selbst. So, so, das ist eine sehr, sehr gute Idee von mir. Da bin ich wieder. Na, was brav, Pumuckl? Ich war überbrav. Keine Maschine, kein Licht angedreht, kein Wasser angedreht und keines ausgedreht. Bloß da gesessen und gesungen und geschaukelt. Hast du mir einen Frosch mitgebracht? Bitte, ja, oder wie? Ja, also, es könnte schon sein, dass sich einer in meine Tasche verirrt hat. Ui, dann hol ihn bitte ganz schnell aus der Tasche raus, ganz schnell. Also, da hast du... Ui, der gehört jetzt ganz mir. Und der knackt ja noch viel lauter als der von den Kindern. Ja. Willst du mein Gedicht mit dem Frosch hören? Ja, ja, gleich. Ich muss nur schnell in die Wohnung, auf dem Zimmer was anderes an, gell? Ja, ja, da kann ich ja jetzt mit beiden Händen knacken. Das gibt erst eine Musik. Aber ja, das mache ich, glaube ich, lieber, wenn der Meister Eder weg ist, weit weg ist. Der darf nämlich nicht wissen, dass ich einen Frosch weggenommen habe. Das mag der nämlich gar nicht. Ja, was ist denn da los? Ja, meine, wie sieht's denn da aus? Das ist ja Überschwemmung. Pumuckl, hast du mit dem Wasser gespielt? Ich war überhaupt an keinem Wasser. Ich war ja immer nur hier in der Werkstatt, Auf der Stelle zu, dass du drum in der Wohnung warst. Ich in der Wohnung? Ich war nein. Ich in der Wohnung war ich nicht. Ich war immer nur hier und habe geschaukelt. Du, deine Ohren werden ganz rot. Und wenn deine Ohren rot werden, dann lügst du. Gib mir sofort den Frosch wieder. Nein! Ich weiß überhaupt nicht, was mit dem Wasser los ist. Eine ganze Überschwemmung ist los. Du, gib's zu, dann ist nicht so schlimm. Aber lüg nicht. Ich kann aber doch nicht etwas zugeben, wenn es gar nicht wahr ist. Und den Frosch, den kriegst du auch nicht wieder. Du. Und mich kriegst du auch nicht. Und ich bin unschuldig. Halt mich nicht für so blöd. Man sieht ja jetzt noch deine Spuren durchs Wasser da am Boden. Dich werd ich gleich haben. Zur Strafe für deine unverschämte Lügerei gibst du nicht nur den Frosch wieder her, sondern dafür wirst du auch noch in die Schublade gesperrt. Dich habe ich immer noch erwischt. Ich habe aber nicht mit dem Wasserhahn gespielt. Ich habe nicht. Bitte lass mich aus. Lass mich aus. Ich beiß, ich zwick, ich kratz. Au, du, da wird gleich ausgezwickt sein. Da, rein mit dir. Ich werde für was gestraft, was ich gar nicht war. Und ich bin so brav in der Schaukel gesessen und habe... Jetzt hör auf mit dem Gejammer. Ich mache die Schublade kaputt, jawohl. Ich lasse mir das nicht gefallen. Nein, wenn ich hier herauskomme, dann wandere ich aus. Jawohl, ich wandere aus. Ich habe den Wasserhahn nicht aufgedreht. Ich war brav. Ja, hörst denn jetzt das Schreien gar nicht mehr auf. Meinst du, dass das was nützt? Ich schwöre einen Koboldseid, dass ich den Wasserhahn nicht aufgedreht habe. So, schwörst dann auch, dass du überhaupt nicht in der Wohnung warst? Ich war in der Wohnung oben, aber aus einem ganz anderen Grund, jawohl. So, und was war das für der Grund? Wenn du mich herauslässt, dann sage ich's dir. Gut, da bin ich aber gespannt. Schlechte Luft in dieser Schublade. Also, warum warst du droben? Ich war, weil auch in der Werkstatt schlechte Luft war, jawohl, und kein einziges Fenster auf und keine Türe und nichts. Und da wollte ich wissen, ob da oben bessere Luft ist. Ach so. Das wollte ich wissen. Aha. Ja. Und dabei hast du dann die Wasserlache gar nicht gesehen, obwohl du durchgelaufen bist. Das machst du mir doch nicht weiß. Ich glaube, ich sperre dich gleich wieder in die Schublade. Nein, lass mich aus, lass mich aus. Also, Antwort. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder, dass ich durchgelaufen bin, ja, durch was Nasses. Aber, weißt du, ich hatte es so eilig und da habe ich es gar nicht gemerkt. Eilig hast du es? Ja, eilig. Warum hast du es so eilig gehabt? Ja, weil oben, da war ein Fenster auf. Mhm. Und da habe ich mich ganz brav in die Sonne gesetzt und dann habe ich dich kommen sehen. Und dann bin ich ganz schnell in die Werkstatt gelaufen und das ist die Wahrheit, jawohl. Jawohl, das ist die Wahrheit. Wenn dies die Wahrheit ist, dann wieder rein mit dir in die Schublade. So. Warum werde ich für die wahre Wahrheit eingesperrt? Ich will raus.
Weil's gelogen war. Erstens hat keine Sonne geschienen. Zweitens waren deine Spuren schon fast wieder trocken. Und das geht nicht so schnell. Also, da stimmt was nicht. Vielleicht war eine Sonne vor der Wolke. Oder eine Wolke vor der Sonne. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und ich weiß auch nicht, warum das so schnell getrocknet ist. Wenn du das nicht weißt, dann bleibst du in der Schublade. Und zwar bis morgen in der Früh. Bis morgen früh? Nein, lass mich raus. Dann sage ich ganz bestimmt die Wahrheit. Also ganz, ganz bestimmt. Bitte, bitte, bitte. Also von mir aus. Jetzt bin ich aber neugierig. Also wenn du mich so festhältst, dann kriege ich keine Luft. Luft. Und wenn ich keine Luft kriege, dann kann ich auch nicht reden. Mhm. Und wenn ich nicht reden kann, dann kann ich auch nicht die Wahrheit sagen. So, so. Aber du redest doch recht gut. Also was war los? Also, ich habe nicht nach dir geschaut, sondern nach einem Kind. Jawohl. Nach einem Und dieses Kind. Kind hat so fürchterlich geschrien. Dieses arme Kind. Und da wollte ich sehen, ob ich helfen kann. So, so. Und was war mit dem Kind los? Gar nichts. Ist bloß hingefallen. Und dann bin ich schnell wieder runtergelaufen. In meine Schaukel. Und da habe ich das Gedicht gemacht. Mhm. Und willst du mein Gedicht hören? Mhm. Es ist ein sehr schönes Gedicht. Und wenn du mir den Frosch wiedergibst, dann mache ich Musik zu dem Gedicht. Und das ist sehr schön. Wer willst du? Nein, ich will nicht. Du willst nicht. Was für ein Kind war denn das? Ein Bub oder ein Mädel? Ja, das war ein Dings. Also, ein Mädchen war das. Die Inge. Die Inge. Weißt die du, die Inge vom Vorderhaus. So, so, die Inge vom Vorderhaus. Ja, vom Vorderhaus. Ja. Dann nur wieder rein mit dir in die Schubladen. Aber warum denn? Ich hab dir doch erzählt, dass die Inge... Die Inge ist mir zufällig mit ihrer Oma begegnet. Was? Und hat mir erzählt, dass sie heute den ganzen Tag und sogar über Nacht noch bei ihrer Oma bleiben darf. Also kann sie gar nicht im Hof gewesen sein, verstanden? Ja, aber weil... Und weil du jetzt noch einmal gelogen hast, bleibst bis übermorgen in der Schublade. Und dein Frosch, den kriegst du überhaupt nicht mehr. So, und jetzt geh auf und putz auf und mach mal ein Abendessen, eine Wurst und... Nein, keine Wurst, ich hab so Hunger. Ich will auch essen. Nächster Kobolde, die Lügen brauchen auch nichts zum Essen. Ich hab aber den Wasserhahn nicht aufgedreht. Ich war überhaupt nicht am Wasserhahn. Jetzt interessiert's mich nicht mehr, wo du warst. Ich hör mir doch nicht dauernd deine Lügen an. Basta. Ich bin an dem Wasser unschuldig. Ich war ja gar nicht da. Hallo? Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Hallo, ich sag die Wahrheit. Alles war nicht wahr. Nur die Wahrheit, die ich jetzt sage, die ist wahr. Hallo! Hallo! Also, ich war oben und bin aus dem Fenster geklettert und... Hallo! Hörst du mich? Und wie ich aus dem Fenster geklettert war, bin ich in den anderen Hof hinübergeklettert und im anderen Hof... Da waren Buben und die Buben, die haben Knackfrösche gehabt und die... Hallo! Hallo! Ich will ja auch alles wieder gut machen. Lass mich raus. Ich muss da ganz schnell alles wieder gut machen. Hallo! Ich muss doch ganz schnell was zurückbringen. Ich will ja ganz brav sein. Du musst mich herauslassen. Sonst kann ich es nicht zurückbringen. Was musst du denn zurückbringen? Bitte, 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 lass mich raus. Also, das ist das letzte Mal. Aber wenn jetzt wieder was nicht stimmt, dann ist es aus und vorbei mit uns zwei, gell? Also jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich es versteckt habe. Doch, und unter der Schaukel. Da ist ein Knackfrosch und den muss ich zurückbringen. Schau, da ist der, dieser hier. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wo kommt denn der her? Ja, den haben eben die Buben verloren. Und da habe ich ihn mir ein bisschen ausgeliehen. Und jetzt gebe ich ihn wieder zurück. Ausgeliehen? Ja, ausgeliehen. Aha. Und den Wasserhahn, den hast du selbst aufgedreht, bevor du weggegangen bist, weil du dir die Hände gewaschen hast. Und dann ist er gelaufen. Und ich war gar nicht da, weil ich nämlich fort war. Wer ist wohin wann gelaufen? Halt, Pumuckl, halt! Und wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du mitkommen und jetzt zuhorchen. Aber einsperren lasse ich mich nicht mehr. Nie mehr! Und schon gar nicht wegen deinem dummen Wasser. So kam's, dass der Fritz und die Caroline wirklich den Frosch wiederfanden. Er lag merkwürdigerweise zwar gerade an einer Stelle, an der sie schon x-mal gesucht hatten, aber sowas gibt es ja des Öfteren. Der Meister Eder aber ist nicht dem Pumuckl nachgegangen, sondern er hat sich's in Ruhe überlegt. Wenn ich genau nachdenk, ja, ich hab mir die Hände gewaschen.
Und da kann schon sein, dass ich selber den Wasserhahn... Naja. Und der Pumuckl, der sich rauslügen wollte, der hat sich reingelogen. Immer mehr. Ja, das gibt's auch bei den Menschen, wenn sie was einfach nicht zugeben wollen. Und alles wegen so einem saudummen Knackfrosch. Lohnt sich weder das Lügen, ganz zu schweigen das Aufregen. Der Meister Eder hat ganz in Gedanken mit dem Frosch geknackt. Und das war recht gut so. Der Pumuckl hätte sich sonst zu allem Überfluss nicht mehr recht nach Hause gewagt. So aber fasste er sich ein Herz und sagte aus respektvoller Entfernung: Oh, das kannst du sehr schön. Ist ein großer Spaß. Hm? Aber weißt du, du musst singen dazu. Ja, du, ich bin nicht sehr gut im Singen. Aber ich? So? Ja, ja, also, wenn du mich nicht in die Schublade sperrst, dann singe ich. Wenn du nie mehr lügst, dann sperre ich dich auch nie mehr in die Schublade. Wenn du mir glaubst, dass ich das Wasser nicht aufgedreht habe, dann lüge ich auch nicht mehr. Na gut. Ja, dann komm wieder rein. Und der schöne Frosch? Leihst du ihn mir? Weißt du, den brauche ich zu dem Lied singen. Ach so. Ja, weißt du, ich kann dir mein neues Gedicht ja auch ohne Frosch vorsingen. Aber mit Frosch ist es natürlich viel schöner. Viel schöner, so. Na ja, also von mir aus. Sing's mir mal vor. Das Allerschönste auf der Welt ist ein Frosch, der bellt. Er bellt mal langsam und mal schnell. Das gibt ein schönes Froschgebell. Ah ja. Und natürlich hat der Pumuckl wieder einmal einen guten Vorsatz in Richtung sich herausschwindeln gefasst. Ob daran allerdings mehr die Schublade schuld war oder die Einsicht, dass durch die schlichte Wahrheit eine Sache immer einfacher zu lösen ist als durch die krausen Umwege von Schwindeleien, das kann ich nicht entscheiden. So wenig wie die Frage, ob Knackfrösche besonders schön knacken können.